Hallo liebe Pfeifenfreunde, heute möchte ich euch mal zeigen, ich habe das vorhin im anderen Video schon angedeutet, wie ich das Finish von dieser alten Peterson-Pfeife ändern will. Ich will da eine Dreipolz-Optik auf die Oberfläche bringen. Ich werde jetzt mit verschiedenen Werkzeugmaschinen rangehen und ihr könnt zuschauen. Eine kleine Fräse, mit der ich eine Maserung reinschleife, so wie es hier auf dem Dreipolz zu sehen ist. Hier im Kopf muss ich natürlich ein bisschen auf die Maserung schauen. Diese Maserung wäscht sie natürlich heraus, wenn das Holz im Wasser liegt. Da bleiben bestimmte Stellen bleiben erhaben und andere gehen in die Tiefe. Das ist jetzt bloß mein Beispiel, wie ich mit der Maschine gearbeitet habe. Das Ganze kann ich jetzt nicht, das dauert zu lange für das Video. Und nachdem ich mit der Maschine gearbeitet habe, möchte ich die Struktur der Oberfläche so mit der schönen neuen Drahtbürste ins Holz bürsten. Das habe ich früher schon gemacht, als ich Weihnachtskrippen gebaut habe. Damit hat man super alte Optik auf den Holzlatten erzeugt. Also wie ein uraltes Holz von der Berghütte. Und dann schauen wir mal, wie das rauskommt. Gut, das war's. Das Endergebnis, das zeige ich euch dann in dem Endvideo. Ciao.